Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Unholy Kingdom zusammen mit Chibi. Hallo. Anne. Hallo. Und dem einzigartigen, unverwechselbaren Goroba. Oh. Und Maxi McFly ist auch da. Ja, ist auch noch da. Ich bin immer noch im Creative Mode, um mein Dach zu machen. Ich musste gerade so ein bisschen überlegen. Hatten wir über Ostern in irgendeiner Folge über Ostern gesprochen? Nee. Haben wir nicht. Das ist Heidenfest. Das ja, komm hier, Jesus und so, ne? Hol dich ihn. Feiertage. Kann Jesus nicht auch ein Heidi sein? Nein. Nee, ich denke nicht. Also im Endeffekt war Jesus ja Jude, ne? Ja. So, haben wir das aufgeklärt. Ja. Und was ist jetzt daran das Problem? Woran jetzt? Dass er Jude ist? Ich weiß es nicht. Na Gott sei Dank lebt er nicht zur Zeit von Hitler. Wäre das ganz Hitler, schnell. Kann es sein? Hitler. Hier ist wieder so ein krasser Zombie, Max. Ja. Was habt ihr denn Schönes über die Ostertage gemacht? Gibt's da irgendeine Tradition? Ich saß alleine zu Hause, hab Eis gegessen und geweint. Jetzt wirklich, bist du nicht nach, denn? Bist du nicht nach Hause zu deinen Eltern? Nö, war ich nicht. Ich muss leider sagen, für mich sind solche Feiertage eigentlich nicht so viel, also irgendwie nicht wirklich was ich tue, mach. Was auch immer. Ich habe gearbeitet. Schön. Das war auch also, schön. Ich meine, das ist, weiß ich nicht, brauche ich nicht. Ich bin auch nicht so der Mensch, der unbedingt mehr als zweimal im Jahr nach Hause muss. Hast du nicht so schon Heimweh? Hast du nicht so ein Gefühl? Weiß ich nicht. Das Problem ist halt immer, es ist meine kleinen Geschwister leben da ja auch noch und das ist das Problem, ja. Wir gehen uns halt zierig auf den Senkel. Okay. Und dann muss ich da auch nicht mehr sein als notwendig. Oh, ich bin da schon zu Feiertagen, natürlich zu Weihnachten und Neujahr vielleicht. Da, wo man halt was abstauben kann. Ganz genau. Und ansonsten. Ja. Warte mal, gratuliert aber sich natürlich. Aber an Ostern kannst du auch abstauben. Was denn? Ostereier? Ja, Ostereier. Das war, glaube ich, mal als Kind. Würdet ihr sagen, dass sich Ostern als Kind zu heute verändert hat? Habt ihr da damals noch irgendwie was ein bisschen mehr veranstaltet als heute? Das ist voll kommerziell geworden, Mann. Also natürlich mit dem Alter wächst du natürlich aus der Ostereiersuche raus. Aber die Gaben, außer, ja. Außer Gorobai. Er sucht die heutzutage immer noch. Na und? Er sucht sie sogar jetzt noch. In seiner Hose! Die hat er bis heute nicht gefunden. Ihr seid doof. Ihr seid wirklich doof. Nee, weil bei mir war das als Kind auch immer so. Meine Omi, meine Schwester, mein Bruder, meine Mama sind immer vorausgegangen. So, und dann sind wir Waldspaziergang haben wir gemacht. Und die haben immer die Süßigkeiten kurz vor mir versteckt, also irgendwo hingeworfen. Und hingeschmissen. Mich so gut abgelenkt. Komm, hier runter, den Fuchsbau. Ich dachte echt immer, dass der Osterhase wirklich da lang lief. Also einmal musste ich mich im Zimmer verstecken, ähnlich wie an Weihnachten. So, und der Osterhase kam dann nämlich und hat die Eier versteckt in der Wohnung meiner Omi. Und ich habe dann als kleines Kind immer gesucht. Und ich habe wirklich, also es gab tatsächlich wohl einen geringen Zeitraum, da habe ich echt an den Osterhasen geglaubt. Glaubt oder nicht, aber der hat für mich existiert. Ja, ich glaube, das ist... Ich glaube, so diese, wo diese mystischen Geschenkgeber existieren, an denen, das glaubt irgendwo jeder in seinem Zeitpunkt in seinem Leben. Außer dir von vornherein klargemacht von deinen Eltern, das ist alles heidnische Zauberei, das gibt's ja alles gar nicht. So. Außerdem wird es eingetrichtert. Ja, ich meine, natürlich gibt's das auch, aber ansonsten, wenn die Eltern das sagen, warum deine Eltern sind natürlich deine Vorbilder irgendwo als kleines Kind. Warum sollen sie dich dann anlügen, ne? Immer gesagt, Weihnachtsmann ist Humbug. Okay, und wie würdest du das bei deinen eigenen Kindern später handhaben? Weiß ich nicht. Du, also, darüber mache ich mir bis jetzt noch keine Gedanken. Ich will ja keine Kinder, da mache ich mir keine Gedanken. Echt? Ah, okay. Du bist echt so eine, die sagt, du willst keine Kinder? Ja. Da gibt es doch einige. Ist doch besser so. Nein, so, du, ganz ehrlich, haben wir da schon viele Gedanken drüber gemacht, aber ich bin halt zu dem Schluss gekommen, dass ich keine Kinder will. Ich meine... Noch habe ich ein paar Jahre Zeit, mir was anderes zu überlegen, aber so vom jetzigen Zeitpunkt, also Sichtpunkt aus, möchte ich keine Kinder. Weil der einzige Grund, der im Moment für mich für Kinder spricht, ist der, dass ich mir denke, vielleicht denke ich mir ja mal irgendwann mit 40 scheiße oder mit 50 so scheiße, eigentlich hätte ich irgendwie doch gern Kinder gehabt. Aber das ist ja wohl mal ein bescheuerter Grund, um Kinder zu kriegen, nur weil du es eventuell mal bereuen könntest, keine zu haben. Ja. Also von daher. Das ist ja gerade das Fatale, wenn Leute Kinder kriegen, die nie welche haben wollten, dann dementsprechend auch an die Erziehung rangehen, ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich um einige schlimmer als Leute, die keine Kinder wollen. Ja. Ja, oder als Kind zu wissen, man wollte mich nicht, ne? Also da gibt es auch durchaus. Ich wollte gerade sagen, also solche Quelle habe ich auch schon kennengelernt, die mir oder die schon mir sagten so, ja, meine Eltern haben mir immer gesagt, ich bin kein gewolltes Kind. Von vornherein haben die dem Kind das eingetrichtert. Das ist ja auch irgendwo ein bisschen, also, hallo? Sorry, aber was geht bei den Eltern denn ab? Ja, ich finde halt, viele Leute haben halt aus sehr egoistischen Gründen halt Kinder. Und keine Ahnung, ich selber halte mich für einen relativ egoistischen Menschen und ich würde halt, wenn ich Kinder habe, würde ich halt gern für meine Kinder da sein. Und im Moment sehe ich das nicht so ein. Im Moment will ich eigentlich machen, was ich will und nicht irgendwie für Kinder mein Leben leben oder so. Darum. So. Und Geruweil, der will bestimmt auch Kinder. Ob ich Kinder will? Du liebst doch bestimmt Kinder. Ja, sonst kommt die Polizei bei ihm vorbei. Ja, aber ich wüsste gerne schon so 2-3 Kinder. Also bei mir auf jeden Fall irgendwo fest eingeplant. Also bei mir ist der Kinderwunsch auch da. Ganz klar. Ich hätte das auch anfangs nie gedacht. Wenn ich ganz ehrlich, so gerade im bestimmten Alter denkt man über sowas ja noch gar nicht nach. Aber jetzt so mittlerweile, ich glaube, das hat auch ein Großteil irgendwie die Angst so ein bisschen gesprochen in der damaligen Entscheidung, weil ich war auch lange Zeit irgendwie der Meinung, nee, sowas möchte ich nicht. Ich möchte keine Verantwortung für ein anderes Kind dann tragen. Aber mit der Zeit kam das dann irgendwann. Also, von daher, ich mache mir da nicht mehr so große Sorgen. Ich sehe das halt, ich glaube, das Wichtigste war auch für mich, dass meine Familie das so ein bisschen vorgelebt hat. Also, mein Cousin hat 3 Kinder. Das eine kam schon nach einem Jahr nach der Hochzeit. Und jetzt hat er nochmal Zwillinge gekriegt. Und ich erlebe halt die Kinder jetzt immer an Weihnachten und an den ganzen Feiertagen, wenn man so die Familie sieht. Die sieht man ja meistens so zu Feiertagen. Und anhand dessen, dass ich das so ein bisschen beobachten konnte oder so, habe ich mir selbst gesagt, doch, das finde ich eigentlich ganz schön. Und die kann man wieder abgeben, wenn man keinen Bock mehr hat auf die Kinder. Ja, aber ich weiß nicht, ich glaube, das hilft einem doch schon so ein bisschen zu reflektieren, ob man, schon wieder. Was ist los bei dir? Da sind halt so viele Zombies da drüben, wo ich baue. Das ist auch ein Friedhof. Ja, Max, wäre cool, wenn du jetzt nicht dahin gehst und meine Sachen lootest. Doch. Nein, ich will dir ein bisschen moralisch zur Seite stehen, weil ich selber das nicht weiß, was du bauen war ein normaler soll. Zombie, die Kings habe ich schon getötet. Ah, hier, achso. Das ist einfach nur ein normaler Zombie, meiner. Genau, deswegen töte ich ihn ja jetzt. Dankeschön. Damit du da in Ruhe deine Sachen wieder einsammeln kannst. Und keine Überlebensängste haben musst. Hier, da links liegt auch noch was, bevor ich deine Erfahrung einsammle. Blubbert Anne gerade oder ist es Goro? Goro. Das ist Anne. Wieso werden wir dauernd verwechselt, wenn er so ähnlich klingt und unsere Stimme doch gar nicht? Aber doch, wenn er blub macht, hat er eine sehr, sehr hohe Stimme. Ich hab ja gar nicht so eine hohe Stimme. Doch. Doch. Stimmt, deine ist tiefer als Goro Boys. Nee, also ich, Hier liegt eine Kartoffel. Oh, oh, no, ja. No, nicht schon wieder so einer. No, no, doch. No, 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 no. Flieht. Evakuiert die ganze Sache. Rettet sich, wer kann. Vor allem mich. Da lag doch nur eine Kartoffel. Da läuft doch nur eine Kartoffel. Ich wollte 10 Meter in die Hochluft geschleudert, es kam ein Blitz. Ja, ich auch gerade. Ich sag ja. Was habt ihr schon wieder mission, gemacht? Abandon ey. The mission. Gott. Bin wieder im Game-Mode. Wo ist das Vieh? Keine Ahnung. Goro cheatet. Muss er hier hinten denken? Oh Gott, ich wurde schon wieder hochgekickt. Es ist auf dem Friedhof? Ja. Das ist ein Zombie-Cyborg. Goro bei. Ich hab ihn getötet, der hat aber Diamanten gedroppt. Goro bei, also ich will ja nicht sagen, aber der Friedhof sieht ein bisschen aus wie so ein Kürbis. Wie so ein Garten. Mit den ganzen Köpfen, vor allem mit den ganzen Grünköpfen. Das hier ist auch ein King noch, warte. Jetzt. Zombie Dwarf the NASA? Was? Oh, da hat magische Rüstung gedroppt. Kettenhemd, Chill Aura. So, Chill Aura. Die Chill Aura will ich haben. Hier, Max, bring dich mal ins Lager dann. Kann ich dein Schwert kriegen? Meins habe ich verloren gerade im Kampf. Ja doch, möchtest du mein Diffusing 2, nee, du kriegst mal Chaotic Sword, das macht nämlich plus 8 Schaden, das macht ein bisschen mehr Schaden. Heftig. Nee, warte mal, ich hab noch ein Osmium-Schwert, was plus 9 macht. Nee, das ist okay, nimmst du die Dias mit? Ja, natürlich. Das sieht echt aus wie so ein Kohlgarten.
Das ist halt ein Friedhof, was willst du erwarten? Ein Kohlgarten. Warum hast du nur grüne Köpfe? Ja, keine Ahnung, weil ich so oft gestorben bin und ihr nicht. Hast du schon was wollte ich jetzt sagen, mit Kindern wieder irgendwas, ne? Ja, ich meine, Givi und ich hatten uns das schon geäußert, Anna auch. Und im Endeffekt willst du nur noch deine Meinung. Meine Meinung? Gibt es nachher kleine Gurubais rumlaufen lassen oder nicht? Könnte jetzt dieses Filmzitat bringen, jeder, der ein Kind in die Welt setzt, ist ein Akt der Grausamkeit. Ja. Aber du tust es nicht. Aber ich tue es nicht. Ich sage es aber auch schon nein. Also das ist ja natürlich jetzt auch eine Aussage. Na, also das. Nee, so sehe ich das natürlich nicht. Ich möchte natürlich auch Kinder haben. Natürlich. Ich möchte auch Kinder haben, aber ich finde, dass jetzt, zu dem jetzigen Zeitpunkt, wäre es ein Akt der Grausamkeit. Ich wollte gerade sagen, man lässt. Ja, ich wollte gerade sagen, für Guru bei hauptsächlich. Nein, aber. Ja, stimmt, aber auch für die Kinder. Ich wollte gerade sagen, der Gedanke, in was für eine Welt lassen wir die Kinder? Nein, das, nicht deswegen. Ich finde das nicht gleich so pathetisch, Max. Achso, ich dachte du. Achso, okay. Nein. Da kann ich doch nicht wissen, dass. Okay, ich dachte, Gurubai ist so ein bisschen großzügig, großdenkend, so nicht nur an sich, okay? Sorry. Nein, ich denke auch nicht nur an mich an diesem Teil. Denk doch mal an die Kinder! Halt, ich denke halt, dass du zu dem Zeitpunkt, wo du Kinder kriegst, auch in der Lage sein solltest, Kinder zu kriegen und auch die Kinder dann. Keine Ahnung, dass die halt gut aufwachsen können und nicht. In Armut oder. Ja, du musst natürlich auch für die Kinder sorgen können. Ja, das ist halt ja. Das und das könnte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ich muss meine PlayStation 5 kriegen dann. Ja. Ja, ist halt so, ne? Ja, aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das halt nicht. Mining. Holzstuff, Mining Stuff. Kommt da die Dias rein? Wo kommen die Dias rein? In die Mining Stuff Kiste. Okay. Was drin, ne? Die müssen wir nämlich opfern. Ich mache ein Schwert draus. Ja, nee, ey, das ist auch echt schwierig. Gerade so ein paar Stunden TTT aufgenommen und jetzt musst du das ist plötzlich so ernste Themen auch noch, ja. Tiefgreifend Themen. Ich glaube, da bin ich schuld. Ich habe kein TTT aufgenommen. Tiefgründig. Fängt's an mit Ostern und Kinderkriegen. Wie sind wir eigentlich von Ostern auf Kinderkriegen gekommen? Ja, nee. Ach, stimmt, ja, das Fest der Fruchtbarkeit. Echt? Ja, natürlich. Ja, was meinst du, warum du sonst Eier versteckst, Max? Na, es ist so. Ja, es ist so. Ihr lacht jetzt, es ist aber so. Ursprünglich war das heidnische Fest der Göttin der Fruchtbarkeit, Ostera. Man hat damals dann, als man dann die Gegend christianisiert hat, quasi, ne, hat man dann die christlichen Feiertage auf die heidnischen gelegt, um die zu überdecken quasi. Und dann ist bei uns dann halt so eine Art Mischung entstanden. Immer diese Heiden. Hey, wir sind Heiden. Falleri, Fallera, Fallautossa. Hey, wir sind Heiden. Wir tun, was uns gefällt. Es gibt nur einen Gott, Fidivivit, und der hat Hörner. Wenn er keine hat, ja, dann zünden wir ihn an. So. Okay. Shit, was war das? Weird, ich weiß nicht. Ich habe das mal irgendwo aufgefangen und das fällt mir schon immer im Kopf rum, wenn es um Heiden und Religion geht. Ein sehr schönes Lied, ja. Voll so dramatische Musik gerade im Hintergrund, ey. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Hold the line. Aber sonst Ostern, finde ich, ist eigentlich so ein Fest. Es ist schon sehr Kommerz. Ja, natürlich ist es Kommerz. Welches Fest ist nicht Kommerz? Ich wollte gerade sagen, es sind halt alle mein Feste. Mein Geburtstag ist nicht Kommerz. Der ist auch Kommerz. Der ist doch auch Kommerz. Also ich meine, wer sonst hat den Geburtstag gucken. Schenkst du mir auch was. Ja, habe so, ich gesagt, aber wenn du nicht schenkst, ich will ja jetzt nicht ankommen. Die Seriosität unserer Themen untermauern, ne? Aber ich laufe jetzt seit 3 Minuten im Kreis, weil ich nicht weiß, was ich bauen soll. Ja, was kann ich dafür? Ich habe die Liste nicht, nein. Ich habe ja gefragt im Chat, aber es haben alle gekonnt ignoriert. Ich brauche einen Nadel. Würde ich mal ein Fragezeichen dran setzen, Max. Was? Ach, Mano. Hä? Ist das für ein Insider? Gar kein Insider. Ich finde einfach nur, dass Max seine Autorität hier nicht. Baue ich jetzt Großhaus aus. Mach doch. Oh, da freue ich mich drüber. Großhaus. Ich habe einen riesigen Penis dran. Ey, ey, ey. Wunderschön. Irgendwas muss er kompensieren. Was? Warum sieht das denn so scheiße aus jetzt? Was denn? Das, was ich hier gebaut habe. Ich wollte so ein bisschen. Brauchst du einen goldenen Apfel noch?
Nee, kannst du haben. Okay. Freunde. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, ich auch nicht, aber es ist ja jetzt auch schon, ne, 15 Minuten lang sind wir auch schon wieder gemeinsam hier in dieser trostlosen Welt, wo es hat nur gepisst hier in dieser Scheiße. Es hat wirklich also in dieser Folge nur geregnet. Hä, wieso regnet es bei euch? Achso, doch, was sagt, es regnet. Nur gepisst, nur so viele Zombies unterwegs, ey, das ist, die Folge hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Richtig traurig. Ich werde auch so deprimiert, wenn das die ganze Zeit regnet in Minecraft. Ich werde immer deprimiert, wenn es echt einfach mal eine Woche lang regnet, ey. Dann werde ich deprimiert. Das finde ich gemütlich. Ach, aber die Folge ist zu Ende, Freunde. Ja, genau. Das wollten wir. Wer sagt denn, dass wir Freunde sind? Ich habe nicht mit euch geredet, ich habe mit den Steinen geredet. Achso, Glück gehabt. So, Leute, ne? Deswegen, wer hat angefangen? Ich. Ja, dann ne, mach, hör's doch auf. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Denk dran, abschalten.